Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir fangen heute an mit der neuen Serie, die 7 Prinzipien der Verhandlung. In der Serie erklären wir euch quasi die 7 Prinzipien, wie ihr besser verhandeln könnt und wie ihr eine größere Chance habt, eure Verhandlungen zu gewinnen. Das erste Prinzip einer Verhandlung startet eigentlich, oder muss man schon vor einer Verhandlung beachten. Ja, das erste Prinzip in einer Verhandlung ist vorbereitet sein. Das heißt einfach seine Argumente schon zu wissen und vor allem seinen Standpunkt und sein Ziel. Das heißt, wenn ihr in eine Verhandlung reingeht, dürft ihr nicht schon oder müsst ihr davor schon wissen, was ihr erreichen wollt. Ja, wenn ihr einfach euren Standpunkt wisst, dann wirkt ihr viel fokussierter, viel besser vorbereitet, was ihr auch seid, weil ihr euch vorbereitet habt. Und einfach viel selbstbewusster. Das heißt, euer Verhandlungspartner bzw. Partnerin wissen, dass ihr es wirklich wollt. Und das ist einfach wichtig in einer Verhandlung, dass euer Partner nicht irgendwie solche, dass euer Partner euch nicht irgendwie so abschiebt als einer, der es nicht wirklich will, sondern einfach nur verhandelt, weil er Spaß hat, sondern ihr wollt ja in einer Verhandlung etwas erreichen. Jo Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr es informativ fandet, dann lasst doch ein Like da und abonniert unseren Kanal. Wenn ihr Fragen zu irgendwas in diesem Video habt, dann haut es in die YouTube-Kommentare oder schickt uns eine Nachricht auf Twitter, weil ich meine, wir planen ja ein Q&A zu machen. Wie gesagt, das war's für das Video. Ciao.